Das heißt, wenn ich jetzt endlich im Außen mal eine andere Lebenswirklichkeit mir kreieren möchte, dann muss ich, darf ich oder ist es klug, anzufangen, anders zu denken? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir heute. Tag 16 unserer Challenge. Lass uns heute mal Gedankenhygiene machen. Ich grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Ja, heute möchte ich dich mal dazu anleiten, Gedankenhygiene zu machen, deine Gedanken mal zu beobachten. Und man könnte es auch ausweiten, Sprachhygiene zu machen. Wenn ich dich jetzt frage, an was denkst du den ganzen Tag? Über was machst du dir den ganzen Tag Gedanken? Liebe Christine, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du hier dabei bist nochmal. Über was denkst du den ganzen Tag? Schau mal, wenn wir morgens aufwachen, wir sind noch nicht richtig wach, schon fängt irgendetwas in uns an zu denken. Und an was denken wir? An den Kram von gestern und vorgestern, an den, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ausdrücke, an den Scheiß in der Vergangenheit, der uns irgendwann mal passiert ist, an Verletzungen aus der Kinderstube, was auch immer. Oder wir sind mit unseren Gedanken schon wieder am Morgen und machen uns Sorgen um unsere Zukunft, um, ja, ungelegte Eier, was noch gar keine Realität ist. Und so starten wir in den Tag und so lassen wir uns den lieben langen Tag denken. Ich stelle mir das immer so vor, wie wenn wir Marionetten sind. Wir sind von oben irgendwo gesteuert und lassen uns steuern. Dabei könnten wir diese ganzen Fäden mal abschneiden selbst. Wenn nicht wir selbst, könnten diese Fäden abschneiden. Und mal anfangen, unser Leben selbst zu gestalten und unsere Gedanken selbst zu denken. Wir denken letzten Endes die Gedanken selbst, aber die kommen ja irgendwo her und deshalb können wir ja auch anfangen, bewusst zu denken. Christine schreibt, ja, der weckt mich am Morgen, Gedanken von anderen. Richtig, ganz genau. Ganz genau. Danke fürs Teilen hier. Und mit unseren Gedanken und mit nichts und immer nur mir selbst und niemand anderes erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Du kannst dir das so vorstellen wie ein Radiosender. Der sendet auf einer gewissen Frequenz und empfängt auf einer gewissen Frequenz. Wenn der Radiosender jetzt eine andere Sendung raussenden will, dann muss er das auf einer anderen Frequenz machen. Und dann kann er andere Menschen erreichen. Andere Menschen können zu dem Radiosender ins Programm kommen. Also es ist immer ein Aussenden und ein Empfangen auf einer gewissen Frequenz. Und unsere Gedanken sind nicht nichts. Es ist alles eine große Form von Energie. Alles. Und wir alle sind ein Teil dieses großen Ganzen, dieser großen Energie. Und wenn wir jetzt immer die gleichen störrischen Gedanken aussenden, das Universum sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl und erschafft mir die Lebenswirklichkeit im Außen. Das heißt, wenn ich jetzt endlich im Außen mal eine andere Lebenswirklichkeit mir kreieren möchte, dann muss ich, darf ich oder ist es klug, anzufangen, anders zu denken, auf einer anderen Frequenz zu senden ans Universum. Und dann sagt das Universum genauso, dein Wunsch ist mir Befehl und erschafft dir deine Lebenswirklichkeit im Außen. Das heißt nicht, dass wir da nicht auch ins Handeln kommen dürfen und ja, präsent im Hier und im Jetzt sein dürfen und natürlich auch die Frage stellen dürfen, was braucht es jetzt als nächsten Schritt? Und das heißt auch nicht immer, dass die nächsten Schritte ganz einfach und easy sind. Einfach sind sie schon, aber sie sind nicht oft leicht, weil wir dann auch
Dinge mal tun, die ungewohnt sind, die sie bislang noch nie getan haben. Weil bislang ist es so, vielleicht kennst du das auch, du hast ja schon gefühlte hunderttausende Mal in deinem Leben vorgenommen, etwas zu verändern. Jetzt packe ich es an. Du hast einen Kurs besucht, jetzt packe ich es an, jetzt starte ich durch. Du hast Inspirationen auf irgendeinem YouTube-Kanal dir geholt, jetzt packe ich es an, jetzt starte ich durch. Du warst in der Stadt unterwegs und hast dir ein Buch gekauft. Ah, genau das ist es. Jetzt packe ich es an und starte durch. Und was ist passiert? Du hast das gelesen, du hast dir die Inspiration geholt, hast den Kurs besucht, was auch immer. Und irgendwann findest du dich wieder im alten Muster, im Schneckenhaus. Hast mal kurz wieder angefangen zu träumen, hast dir wieder erlaubt zu träumen. Und dann gehst du wieder zurück ins Schneckenhaus. Warum? Weil du dein Gedankenkabarett hier oben nicht geändert hast. Solange du das nicht änderst, sendest du trotz Wissen in einem Kurs, trotz Wissen in einem Buch, trotz besserem Wissen, man könnte auch sagen, o Herr, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen oder so irgendwie. Da gibt es doch irgend so einen Spruch. Solange du hier nicht etwas veränderst und trotz Wissen andere Gedanken aussendest, wird sich in deinem Außen nichts verändern. Und bitte, es steht nirgendwo geschrieben, nirgendwo, dass du nicht ab sofort jetzt die Entscheidung treffen kannst. Jetzt ist Schluss mit diesem Gedankenkabarett. Jetzt fange ich endlich an, anders zu denken und nehme ich endlich an der Hand und erlaube mir wieder meine Träume, meine kühnsten Träume aus meiner Jugendzeit, aus meiner Kinderstube auszugraben, die schriftlich zu fixieren, mir ein Vision Board zu machen, damit ich sie jeden Tag vor Augen habe und mache mir jetzt endlich einen Plan, dass ich anfange, bewusst zu denken. Und das fängt damit an, dass du ab sofort mal deine Gedanken beobachtest und dich fragst, ist das jetzt förderlich, was ich jetzt denke? Und wenn du merkst, nee, ich denke jetzt wieder im Drama, ich bin jetzt wieder im Drama drin, ich bin wieder im Mangeldenken drin. Dieses Mangeldenken, das wir uns angeeignet haben. Wir Menschen, wir sagen, wir sind die Krönung der Schöpfung. Aber die Natur, alles um uns herum, auch die Tiere, die haben kein Mangelbewusstsein sich angeeignet, ein Mangeldenken. Die Natur produziert Jahr für Jahr in Hülle und Fülle. Ein Baum lässt ganz im Vertrauen im Herbst seine Blätter fallen, zieht sich zurück. Ganz im Vertrauen im Frühjahr erwacht er wieder und sprießt wieder in seiner schönsten Pracht und trägt Früchte. Nur wir Menschen haben uns dieses Mangelbewusstsein angeeignet im Laufe der Jahre. Und es gibt aber auch doch immer noch Menschen, die in der Fülle sind. Was machen die anders? Die denken anders. Die denken einfach anders und handeln anders und haben diese Fäden gelöst, die sie wie Marionetten früher im Leben gehalten haben und haben funktionieren lassen. Also beobachte bitte mal deine Gedanken heute. Und beschäftige dich damit mal, wie viel Destruktives es in dir denkt. Und jedes Mal, wenn du merkst, dieser Gedanke hier, der ist von Mangel getragen, der bringt mich überhaupt nicht weiter, mach das hier. Stopp. Hör auf, sofort diesen Gedanken zu denken. Hallo liebe Irmgard, schön, dass auch du wieder dabei bist. Hör sofort auf, diesen Gedanken zu denken und wandle den Gedanken um. Ver- oder beurteile dich auch nicht da deshalb, dass du jetzt wieder so etwas Destruktives gedacht hast. Nimm's wahr, einmal durchschütteln innerlich
und den Gedanken umwandeln und in Fülle denken. Und mach dir bitte bewusst, es steht nirgendwo geschrieben, dass du, ausgerechnet du, dir kein glückliches, selbstbestimmtes, freudvolles und gesundes Leben erschaffen kannst. Dass ausgerechnet du jetzt das Ruder, dein Navigationssystem nicht umprogrammieren darfst. Und selbst wenn du jetzt vorne das große Ziel noch nicht siehst, schau mal, egal wo du hockst, ich sitze zurzeit hier im Saarland, wenn du zu mir ins Saarland kommst, dich ins Auto hockst, siehst du dann den ganzen Weg ins Saarland? Nein, du siehst 500, 600 Meter weit und 500, 600 Meter weit fährst du mit deinem Auto. Bis du hier nach deinem Navigationssystem im Saarland angekommen bist. Und so ist es jetzt auch, du begibst dich auf den Weg. Und wenn du mit dem Auto unterwegs bist hier ins Saarland und bist zwischendrin mal unsicher, fahre ich jetzt weiter oder fahre ich jetzt nicht weiter? Wenn das Ziel Saarland in deinem Navigationssystem eingetragen ist, dann wirst du vielleicht mal eine ganz kurze Pause machen, eine Verschnaufpause. Aber du wirst doch weiterfahren, weil du ins Saarland möchtest. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir mal wirklich wieder erlaubst, groß zu träumen und dir bewusst machst, was du denn in deinem Leben erreichen möchtest. Und sei es, dass es jetzt im ersten Schritt nur mal ist, dass du deinem Seelenplan näher kommen möchtest. Dass du endlich mal diese ganzen Barrieren um dich brechen möchtest, die du selbst aufgebaut hast, aufgrund vieler verschiedener Dinge, die dich immer noch daran hindern, den Weg zu deinem Herzen zu finden, zu dem Ruf deiner Seele zu finden, dein eigenes Ding zu machen, dir deine Lebenswirklichkeit zu erschaffen, wie es dir selbst entspricht. Und deshalb jedes Mal, bitte beobachte dich heute mal oder fang ab sofort an, nicht nur heute, sondern natürlich auch die nächsten Tage, was es alles in dir denkt. Und jedes Mal, wenn du merkst, da ist ein destruktiver Gedanke da, hier, stopp und formulier den Gedanken um. Du kannst zu jeder Zeit die Entscheidung treffen, ich fange jetzt an, anders zu denken. Das ist im Prinzip ganz einfach. Die Schwierigkeit dabei ist, dass unser Ego uns manchmal so selbst im Weg steht, ich kenne das nur zu gut von mir selbst, dass es ja quasi schon verhindern möchte, dass ich anfange, anders zu denken oder dass ich einfach da dran bleibe, dass ich mich nochmal ins Schneckenhaus zurückziehe. Weil das Ego, das knüpft auch gerne an Erfahrungen an. Dieser Quatschkopf da oben, der sagt dann auch schon mal gerne, hey, du hast doch schon tausende Male versucht, bei dir funktioniert es nicht. Und verschafft dir ungute Gefühle. Und du selbst bist auch oder darfst auch Meisterin wieder darin werden, deine Gefühle zu steuern und selbst dafür zu sorgen, dass du dich immer und immer wieder in eine gute Energie versetzt. Denn wenn du dich im Drama befindest, im Mangel, dann befindest du dich in dieser Energie. Das geht gar nicht anders. Du kannst nicht gleichzeitig himmelhoch jauchzend und im Füllebewusstsein sein und gleichzeitig in einem anderen Bewusstsein. Das heißt, du sendest diese Energie ja aus. Das ist ja diese Energie, die dich umgibt. Und deshalb sorge bitte dafür, dass du auch immer in einer guten Energie dich befindest. Nimm dir irgendetwas, was dir gut tut, wo du dich so auf Fingerschnippen eine andere gute Energie versetzen kannst. Sei es, dass du dir dein Lieblingslied auf dein Handy machst und in dem Moment es immer wieder dann hörst, wenn du merkst, du bist wieder dabei, den Energielevel runterzufahren. Sei es, dass du, keine Ahnung, dich kurz hinhockst und die Augen schließt und für dich bewusst die Entscheidung triffst, so jetzt ist Stopp mit diesem Unsinn hier im Kopf denken, jetzt begebe ich mich sofort wieder auf diesen anderen Weg. Was auch immer es ist, oder du dich zurückziehst, wenn du auf der Arbeit bist, von mir aus auf die Toilette und dich mal so richtig gut durchschüttelst und dir vorstellst, wie du den ganzen Scheiß jetzt mal wieder von dir schüttelst. Oder eine andere Variante, vielleicht kennst du noch dieses Bonanza, das war früher, glaube ich, mal eine Serie. Du kennst die Musik bestimmt noch, geh mal auf den YouTube-Kanal, gib mal Bonanza ein.
Das ist so diese Musik. Du kennst das bestimmt. Gib es einfach mal auf den YouTube-Kanal ein. Und das ist eine Metapher, die ich mir auch mal geholt habe. Ich habe mir diesen Song aufs Handy geholt, nur so 30 Sekunden. Habe mir dann vorgestellt, wie ich auf diesem Bonanza-Pferd des Dramas, des Mangels reite. Und nach 30 Sekunden ist Schluss. Und dann steige ich bewusst ab. Hier, stopp. Steige bewusst ab und begebe mich wieder in die Fülle, in ein anderes Denken. Und je öfter du das machst, umso mehr wird es zur Gewohnheit. Es ist wie ein Training. Umso öfter du das machst und bitte dranbleibst und es wirklich regelmäßig machst, umso mehr wird es zur Gewohnheit, umso mehr wirst du auch merken, wie auf wundersame Art und Weise das Universum in Bewegung kommt und dir weitere Möglichkeiten offeriert, die dich zu deinem Seelenplan, zu deinem herzerfüllten Leben, zu deinem eigenen Ding bringen. Diese Botschaften, die sind schon alle im Universum, die sind schon alle im Äther für dich da. Du siehst sie nur noch nicht. Du hast dir noch nicht erlaubt, sie zu dir zu nehmen. Du bist quasi, um es mal metaphorisch auszusprechen, bitte, ich möchte das jetzt einfach nur mal verdeutlichen. Du bist hier mit diesem Tunnelblick unterwegs, in diese Richtung, wie so eine Fliege, die ständig versucht, durch die Glasscheibe immer wieder dong, dong, dong geht es dran. Und irgendwann, was ist mit der Fliege? Legt sie auf der Fensterbank. Kraftlos. Schluss. Und so verhalten wir uns Menschen. Störrig in einem Tunnelblick hier, immer und immer wieder, immer und immer wieder. In die Richtung, in die Richtung, in die Richtung. Es gibt auch so ein schönes Sprichwort, unser Kopf ist rund, damit wir die Denkrichtung ändern können. Ändere ich die Denkrichtung, die Türen, die sind schon da, auch für dich. Du darfst dir nur erlauben, anders zu denken, dir erlauben, dich immer und immer wieder in eine gute Energie zu versetzen, damit du was anderes in den Äther raussendest. Und dann siehst du plötzlich diese Türen, die sich öffnen und dann brauchst du nur durchzugehen. Dieses wunderbare Leben wartet auf dich, das ist schon da. Du darfst dir nur erlauben, es auch anzunehmen. Erlaube es dir. Fange wieder an, deine kühnsten Träume aus deiner Kinderstube, aus deiner Jugendzeit hervorzuholen. Erlaube dir die ganzen Mauern und Schleier, die du um dich gelegt hast im Laufe der Jahre, bewusst oder unbewusst. Erlaube dir, die wieder zu lüften, damit du wieder einen klaren Blick bekommst auf dein eigenes Traumleben. Das ist alles möglich, das ist zu jeder Zeit möglich. Selbst wenn es schon so weit ist, dass dein Körper dir schon ganz arge Disharmonien schickt in Form von Krankheitssymptomen. Auch dann kannst du dich sofort auf den Weg begeben in ein glückliches, erfülltes und freudvolles, gesundes Leben. Wir sind Meister darin geworden, unsere Gefühle zu unterdrücken. Und es gibt so ein schönes Sprichwort, geh du vor, sagte die Seele zum Körper, auf mich hört er nicht. Und dann sagt der Körper, ich werde krank werden, dann wird er auf dich hören. Das heißt mit anderen Worten, da man uns in der Kinderstube nie beigebracht hat, oberstes Gebot, wenn die Seele mit dir kommuniziert, dein Herz, dein Überbewusstsein, welchen Namen man auch immer dieser Instanz geben möchte, dann macht sie das über die leise Sprache von einem Gefühl. Und wenn die Seele dir ein Gefühl schickt, gibt es nichts Wichtigeres, als sich zurückzuziehen, auf dieses Gefühl zu lauschen, die dahinterliegende Botschaft zu erkennen und dich dann weiter auf deinen Herzensweg zu begeben. Das hat man uns nie beigebracht. Den Aborigines bringt man das im Kleinkindalter bei. Wir sind Lichtjahre noch davon entfernt, aber du kannst jetzt sofort damit beginnen, wieder deine Gefühle wahrzunehmen, deine Herzensbotschaften wahrzunehmen und ihnen zu folgen. Jetzt bin ich eigentlich ein bisschen abgeschwiffen vom Thema. Ich wollte damit noch was anderes sagen, dass wir Meister darin geworden sind,
Gefühle zu unterdrücken, dass es jetzt wieder darum geht, Gefühle wahrzunehmen und unser Herzensding zu machen. Und du kannst jetzt die Entscheidung treffen. Jetzt ist endgültig Schluss, jetzt geht es endgültig weiter in diese Richtung. Und ich bin ganz neugierig, liebes Universum. Signalisier dem Universum, dass du jetzt neugierig bist auf diese Möglichkeiten, die schon da sind. Und gib bitte mal die Bitte raus, wie kann es jetzt funktionieren, das Wie. Du darfst ins Handeln kommen, aber der Weg, das kreiert das Universum dir. Und das sind Dinge, das Universum agiert da auf eine Art und Weise, wie wir es mit unserem Kopf, mit unserem Denker nicht kreieren können. Deshalb das Wie dem Universum überlassen, neugierig sein auf die Botschaften und dann ins Handeln zu kommen. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich dir eben mit den Gefühlen, wo ich ein bisschen abgeschwiffen bin, noch sagen wollte im Hinblick auf Krankheitssymptome. Das ist nichts anderes als Disharmonien im Körper. Je mehr wir die Botschaften unserer Seele missachten, umso kreativer wird die Seele und lässt sich was einfallen. Und dann nimmt sie den Körper zu Hilfe. Und dann schickt der Körper dir Signale. Erstmal vielleicht kleinere Signale. Und bitte, ich bringe jetzt nur Beispiele. Jeder von uns ist in der Richtung ein Teil des Ganzen, aber trotzdem individuell. Da gibt es kein Schemata. Wenn dieser Mensch, dieser Marionettenmensch da, sprich du, ich, die Botschaften nicht wahrnimmt und dann machen wir erstmal das und das und das und das. Die Seele agiert mit dem Körper auf unterschiedliche Art und Weise. Vielleicht ist da erstmal ständig ein Schnupfen da. Vielleicht ist da erstmal ständig Magenschmerzen da. Vielleicht sind da erstmal ständig Schulter-Nacken-Verspannungen da. Vielleicht hast du aber regelmäßig eine Grippe oder du hast schon oft dir im Leben oder zwei, dreimal schon irgendwie einen Fuß gebrochen oder Hand gebrochen oder was auch immer. Auf unterschiedlichste Art und Weise überlegt die Seele sich etwas mit dem Körper, um dir Signale zu schicken. Und wenn du jetzt zurückblickst in dein Leben, findest du bestimmt so einen roten Faden, wo so eins das andere ergeben hat. Wenn das Thema Disharmonie, Krankheitssymptome dich da irgendwo tangiert, wo du jetzt so Aha-Effekte hast. Ah ja, ja, stimmt, 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 stimmt. Und im Übrigen, kleines Wortspiel, wenn ich in meinem Leben immer nur dahin krebse, du kennst diesen Ausdruck vielleicht aus dem Volksmund, der Krebs dahin. Was mag dann irgendwann auch zu uns kommen? Die Disharmonie Krebs. Das ist dann natürlich die dunkelrote Karte, aber auch da kann ich etwas ändern. Es ist alles änderbar. Alles. Jeder von uns ist der Schöpfer und der Erschaffer seiner eigenen Lebenswirklichkeit. Und alles beginnt hier im Kopf. Deshalb bitte, beginn ab sofort mal Gedankenhygiene zu machen. Ändere diesen ganzen destruktiven Kram, was es in dir denkt. Komm mehr im Hier und im Jetzt an. Denn das Jetzt ist die einzige Realität. Fang aber auch an, wieder groß zu träumen. Pack wieder deine Träume aus und begib dich mit deinen Gedanken wieder mehr in die Richtung, wie dein wunderbares Leben ausschaut. Nach deinem eigenen Standard. Und dann erschaffst du dir automatisch eine andere Energie. Und mit dieser Vorstellung, wie dein optimales Leben ausschaut, dein Kopf kann da nicht unterscheiden, das ist Traum und das ist Wirklichkeit. So begibst du dich automatisch auf den Weg zu deinem Leben und erkennst zu deinem wahren Leben, zu deinem Herzensleben und erkennst unterwegs die Botschaften, siehst diese Türen, die mehr und mehr aufgehen und du brauchst nur durchzugehen. Okay?
Ja, ihr Lieben, Christine schreibt noch, ja, das kann ich sehr gut, bin total in meiner Kraft, es fühlt sich mega gut an und dann komme ich in die Starre. Ich merke, das Außen haut mich weg. Genau. Vielleicht noch ein Tipp auch dazu. Bitte beobachte dich auch mal, was du hier in dein Gehirn reinlässt. Auch das gehört zur Gedankenhygiene dazu. Wie oft hörst du dir Nachrichten an? Wie oft schaust du dir Nachrichten an? Wie oft liest du die Zeitungen? Wie oft unterhältst du dich im Kollegen- oder im Bekanntenkreis mit schlimmen Geschehnissen, die hier auf der Welt ja, gerade passieren? Wie oft unterhältst du dich über Krankheiten? Wie oft unterhältst du dich über politische Themen, die nicht so sind wie, was weiß ich, wo alle drüber schimpfen? Und. Damit fütterst du jedes Mal deinen Kopf hier. Bitte mach deine Diät. Bringt es dich weiter, wenn du dich wie eine Kuh verhältst und dir jeden Tag Schlagzeilen, was an sich alles Schlimmes hier passiert und schlimm ist und, bringt dich das weiter oder raubt es dir Energie? Bringt es dich weiter, wenn du heute Mittag mit deinen Kollegen zusammen dich über Krankheiten und über die schlechte Welt unterhältst? Oder bringt es dich eher weiter, wenn du vielleicht dich dann zurückziehst, dich an diesen Gesprächen nicht mehr beteiligst und dich mit dir selbst beschäftigst und dafür sorgst, dass du in eine gute Energie kommst? Was bringt dich weiter? Du hast die Wahl. Du hast jedes Mal die Wahl. Und jetzt stellen wir uns doch mal für einen kurzen Moment vor, jeder auf dieser Welt, absolut jeder, würde sich in eine hohe Energie begeben, würde sich zu seinem Herzen begeben. Wären wir dann noch manipulierbar, würde dann irgendjemand von uns, wenn er mit sich im Reinen ist, wenn er mit sich in seiner Liebe ist, würde dann irgendjemand noch Gewalt jemand anderem gegenüber machen, wie sagt man, gewalttätig sein? Wohl kaum. Und deshalb fängt auch der Weltfrieden und diese Welt hier zu einem schöneren Ort zu machen und wieder in die Heilung zu bringen. Soweit nochmal zu reparieren, was wir hier reparieren noch können. Weil die Welt braucht uns nicht. Die Natur braucht uns nicht. Wir brauchen die Natur. Und deshalb fängt das bei jedem selbst an. Wenn jeder von uns im Reinen ist, in Frieden mit sich selbst, in der Liebe mit sich selbst, was senden wir dann alle aus? Licht und Liebe. Und wir wollen doch auch im Sinne für unsere Kinder hier etwas anderes hinterlassen. Und deshalb tu es für dich, tu es für deine Kinder, tu es für die Welt. Die Welt ist unser Zuhause hier. Genau. Christine, sehe seit ein paar Tagen, wie ich auf der Wiese stehe und meine Hände ausbreite. Es fühlt sich mega gut an. Super, Christine, ganz, ganz toll. Hier ein Tipp an euch alle. Macht das heute auch mal. Stellt euch mal hin und breitet die Arme aus. Und versetzt euch in die Energie des Empfangens. Versetzt euch in die Energie des Empfangens. Genau, super. Danke fürs Teilen. Ich habe mir gestern erlaubt, wer das Kleine nicht ehrt, ist das Große nicht wert. Genau, auch mal, super, auch danke für diesen Tipp, Christine. Genau, auch da mal die Aufmerksamkeit auf die kleinen Dinge richten, die dir schon wunderbar tagsüber gelingen, wo du dich schon wunderbar in eine andere Energie versetzt, die schon wunderbar funktionieren. Und bitte, wenn du dich mit deiner Vergangenheit beschäftigen möchtest, tu es, aber bitte
Richte mal die Aufmerksamkeit auf die Dinge, die in der Vergangenheit schon gut waren, die du schon gut gemeistert hast. Und da findest du Dinge. Du bist bislang vielleicht noch nicht auf die Idee gekommen, mal in die Richtung in die Vergangenheit zu denken. Sondern unser Kopf ist ja immer dazu geneigt, das zu sehen, was mal nicht funktioniert hat, was Mist war, was schiefgelaufen ist. Du kannst dich mit deiner Vergangenheit beschäftigen, aber bitte richte mal deine Aufmerksamkeit dann auf die Dinge, die schon gut sind in deinem Leben und die du gut gemeistert hast, wo du dir auf die Schulter klopfen kannst, was richtig gut funktioniert hast. Und du findest Dinge und das versetzt dich auch in eine andere Energie. Das gibt dir Rückenstärkung. Okay. Hallo lieber Holger, schön, dass auch du dabei bist. Die Fania, guten Morgen, die hat verschlafen. Ja, schau es dir gleich an, wenn es online ist. Dein Körper hat einfach mehr Ruhe gebraucht. Deshalb ist das vollkommen okay. Fania, du hast die Wahl. Wunderbar. Ja, genau so ist es. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen energiereichen, bewusst gedachten Tag, um es jetzt mal so abschließend auf den Punkt zu bringen. Breitet die Arme aus und erlaubt euch die Fülle, die Gesundheit und das erfolgreiche Leben, das auf dich wartet, zu empfangen. Eine ganz, ganz herzliche Umarmung. Wir sehen uns morgen nochmal um 8 Uhr. Habt einen wunderbaren Tag. Ciao, ciao.